Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben den guten Wicht besiegt in der letzten Folge. Haben aber leider das Schwert nicht erhalten. Dafür haben wir jetzt eine eigene Kammer hier in Burg Pirkstein. Auch nicht schlecht, ne? Als Dankeschön. Aber so wie es aussieht, haben wir den Anführer nicht erwischt. Da gab es noch eine Cutscene. Ja, ich bin mal gespannt darauf, was da uns noch erwarten wird. Wir sollen eigentlich mit dem Hanusch reden. Aber ich hätte jetzt erstmal große Lust, erstmal hier kostenlos was zu essen, genau. Dankeschön, nom nom. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen Gedöns erstmal bei unserem tapferen Peschek zu verkaufen. Oh, da ist ja relativ... Wie geht's dir, Heinrich? Ganz schön Betrieb hier. Wolfgang Bruder, wer bist du? Ein Bürger. Hey, Bruder. Wer warst du nochmal? Was wolltest du nochmal? Schön, dich zu sehen. Ja, finde ich auch. Okay, da kann ich nichts. Ja, der kommt mir so überhaupt nicht bekannt vor, ne, dass man mit dem schon irgendwas gehabt hätte. Nein, der Henker. Servus. Hey, redst du nimmer mit uns, oder was? Wie geht's der Eliska? Was ist los? Die Leute in der Stadt reden über dich. Die scheißen auf mich. Das ist los. Was? Wer denn? Na, sie alle. Hä? Verstehe ich nicht. Warte. Erzähl mir die ganze Geschichte. Also gut, wenn du willst. Die haben Peter von Dauber, Georg Weiß und einen Kerl namens Herald, genannt Frost, geschnappt. Das sind Schurken, die sie bereits seit Monaten jagen. Und nun wird eine große Hinrichtung vorbereitet. Die Leute werden von überall herkommen, um das zu sehen. Das ist doch gut für dich, oder? Wäre es, wenn ich der wäre, der es erledigt. Ja, aber du bist doch der Henker. Solltest nicht du alle Hinrichtungen in Rathai durchführen? Doch. Es ist sogar mein verfluchtes Recht. Du wirst nicht ersetzt, haben sie gesagt. Der Galgenberg ist nur eine Leihgabe. Das heißt, man hat dich verarscht, oder was? Aber da muss es einen Grund für geben. Es muss irgendeinen Grund geben. Wenn du ihn weißt, raus damit. Wer wird sie hinrichten? Sie haben extra Henker Heinz aus Kuttenberg herbeordert. Es soll ein Riesenspektakel werden. Hab ich je eine Hinrichtung verbockt? Ich hab alle mit nur einem Schlag geköpft. Will der edle Herr eine Hängung hinauszögern, lass ich sie minutenlang zappeln. Soll es schnell gehen, sind sie starr, sobald sie fallen. Und so dankt man's mir, nach all den Jahren des Dienstes. Was können wir tun? Was können wir da machen? Nichts. Der edle Herr hat entschieden und aus. Na, wir quatschen mal mit ihm. Du willst nichts dagegen unternehmen? Sollen sie etwa davonkommen? Nun, nein, aber... Du hast das Recht auf die Hinrichtungen in Rathai, oder nicht? Und ob ich das habe? Dann bist du im Recht. Also wirst du doch wohl etwas dagegen tun können, oder? Sie haben den anderen Henker schon bezahlt und er ist bereits mit seinen Gehilfen eingetroffen. Wir können die Hinrichtung nicht aufhalten. Es sei denn, Heinz fällt tot um. Puh. Schwierig. Vielleicht lässt sich das einrichten? Ich bin ein rechtschaffener Mensch. Was willst du damit andeuten? Oh, nichts. Ach, rein gar nichts. Na, hoffentlich. Das Beste wäre, wenn er die Hinrichtung vergeigen würde. Der berühmte Kuttenberger Henker vermasselt die Aufgabe. Der Pöbel lacht ihn aus und dann fleht man mich an zu übernehmen. Den würden sie nie wieder einladen. Klingt gut. Wie stellen wir das an? Leider kenne ich die Strafen nicht. Die geben sie erst kurz vor der Hinrichtung bekannt. Und dann ist es zu spät, irgendwas gegen den Henker zu unternehmen. Ja, aber der Vogt könnte was wissen, genau. Müsste der Vogt nicht etwas wissen? Vielleicht. Aber ich glaube eher, dass nur Heinz das Urteil kennt. Ich habe da eine Idee. Hilfst du mir? Klar. Natürlich. Großartig. Danke, Heinrich. Also, wo soll ich anfangen? Frag den Vogt, was die Verurteilten verbrochen haben. Und sieh dir dann die schwarzen Chroniken im Rathaus an. Sie reichen bis vor meine Zeit zurück. Du findest darin bestimmt ähnliche Straftäter und ihre Urteile. Du musst also Verbrecher finden, die ähnliche Missetaten begangen haben und ähnlichen Standes sind. Adlig oder von niedriger Geburt. So kannst du auf die Strafe schließen, die sie erwartet. Komm dann zu mir zurück und wir schmieden einen Plan. So machen wir's. Und okay. Heinrich? Hm?
Die Hinrichtung soll an meiner Richtstätte am Galgenberg stattfinden. Ich kann sie etwas hinauszögern, aber höchstens eine Woche. Ich behalte das im Kopf. Okay, also zeitkritisch. Die schwarzen Chroniken. Acta Negra Maleficorum, auch bekannt als Achtbücher oder Blutbücher, enthielten Informationen und Berichte über Kriminelle, deren man Kapitalverbrechen vorwarf. Die Aufzeichnungen wurden im Gemeindegericht von einem Beamten aufbewahrt, zu dessen Aufgabe auch die Befragung der Gefangenen zählte, für die nicht selten auf Folter zurückgegriffen wurde. Das hatten wir in Uschitze schon erlebt. Ja. Die ältesten Chroniken dieser Art, die bis heute erhalten sind, stammen aus dem frühen 16. Jahrhundert. Ja, das war die Ketzer-Mission damals bei Uschitze. Da hatten wir ja auch das vermeintliche Geständnis unter Folter. Ja, was ist ein Geständnis unter Folter wert? Ne? Genau. Er hat jetzt aber gar nichts über Eliska gesagt, ne? Wie es so läuft, wie es ihr geht, ob alles in Ordnung ist, ob die Liebe noch hier wohnt, wie auch immer. Naja. Aber mal, warum sollten wir ihm nicht helfen, ne? Warum sollten wir nicht helfen? So, hey Peschek. Servus, ich hätte da was zum Verkaufen. Gott segne dich. Jo. Ich hätte hier was. Gestohlene Ware. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Ja, ist ja gar nicht abhanden gekommen, aber... Oh doch, wobei, ist abhanden gekommen. Hier, weg damit. Und die Beinlinge, weg damit. Und Hasenfleisch, weg damit. Ist natürlich schlecht geworden, war ja klar. Dann hätten wir den... Nee, den nicht. Der ist bloß blutig, den verkaufen wir nicht. Das blöde Ding verkaufen wir. Und... Das komische Kleid verkaufen wir auch. Da müssen wir, glaube ich, nichts machen, oder? Ja, das haben wir eigentlich auch geklaut, gell? Den Händlerhut. Aber es zählt nicht alles geklaut, also von dem her ist alles gut. Wir bekommen 600, das ist okay. Falschen wir noch kurz ein bisschen. Versprechen wir den Preis. Genau. Ist gut. Es gefällt ihm nicht, er ist nicht sehr amused. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Okay. In Ordnung. Ja, geht doch. Geizhals. Neue Errungenschaft. Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt so viel... weil ich so viel... gefeilscht habe. Genau. So, Halskette. Das ziehen wir mal aus. Okay, vielleicht, Moment. Das Beinkleid, das lassen wir wahrscheinlich an. Genau. Das brauchen wir alles nicht. Leise Drehter. Könnte man anziehen. Modisches Beinkleid. Genau. Kürass brauchen wir nicht. Gambeson brauchen wir nicht. Beckenhaube brauchen wir auch nicht. Wappenrock brauchen wir nicht. Oh, das sieht jetzt sehr merkwürdig aus. Okay, vielleicht brauchen wir den Wappenrock. Nee, brauchen wir nicht. Komm, irgendwas Hübsches musst du doch noch anziehen, Mensch. Ich habe nichts anderes, oder? Echt? Habe ich das alles verkauft, oder was? Moment. Moment. Bert, du hast doch was dabei, Rosienda. Oder? Du hast doch bestimmt Klamotten. Da schon mal hier. Ja, ja. Du hast Klamotten, wusste ich doch. Edle Stiefel sogar. Ah, und den ganzen Kumanen-Scheiß haben wir da auch noch. Stimmt. Roter Händlerhut, ja, ja. Modisches Hemd, ja klar, auf jeden Fall. Okay, so, jetzt also nochmal. Modisches Hemd, ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus auf einmal. Nicht die leise Drähte, wir wollen die guten Schuhe haben. Edle Stiefel, genau. Das schaut, das sieht doch gar nicht schlecht aus, der Bub, oder? Ja? So kann man schon, ja, sieht vielleicht farblich ein bisschen merkwürdig aus. Aber ist nicht so wild. Okay, passt. So. Was ist denn da? Pass auf. Wir jubeln mal in die Stadt hoch. Wir müssen mal unseren ganzen Scheiß reparieren lassen.
Wobei eigentlich, das sollte ich wahrscheinlich auch wieder offscreen machen, ne? Ja. Ja, wobei. Nee, komm, heute nicht. Heute machen wir es nicht offscreen. Heute nehme ich euch mit. Gemischwaren, Werkzeug, Gerätschaften, aller Art. Kommt und kauft. Kann ich die Wimmel? Nee, geht nicht. Okay. Es ging nur damals mit dem guten Nachtigall. Ne? Wo wir den Feierabend einläuteten. Servus, Rüstmeister. Glück und Gesund. Ja, ich möchte gerne reparieren, bitte. Alles, wenn es geht, kostet 500. Wow. Schnäppchen, ne? Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Ja, ja, das werden wir versuchen. Definitiv. Pass mal auf hier. Kriegst 400. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Hallo, Heinrich. Okay, Mama, machen wir 420. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Okay, haben wir uns was gespart? Deutlich sogar. Würde ich sagen, noch schnell zum Schneider fritzen. Das geht ja zum Glück schnell. Oh, hallo, schöne Frau. Du siehst ein bisschen aus wie die Eliska, ne? Ja. Gott schenke dir Gesundheit. Wie? Ja, nicht nur das. Reparieren den Scheiß bitte. Für 30. Ja, komm, da falsch ich. Jetzt nicht. Das machen wir so direkt. Und Schuster-Set bräuchte ich eigentlich noch, gell? Komm, das machen wir auch noch schnell. Huch. Der flinke Heinrich. Ja, ja. Schuster war hier oben. Das ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir hier das letzte Mal waren. Da ist der Henker. So sieht man sich wieder, Henker Hermann. So, hallo. Sei gegrüßt, Heinrich. Was benötigst du? Eine Reparatur brauche ich. Alles bitte. Danke. Und ich brauche ein Schuster-Set. Habe ich nämlich keins mehr. Danke. Passt. Tschüss. Bin mal weg. Okay, jetzt sind wir wieder gut staffiert. Ja, das sieht doch sehr hübsch aus. Ja, da ist auch alles hübsch. Waffen sind auch hübsch. Alles ist gut. Ja, wunderbar. Okay. So, schauen wir uns kurz die Quest an. In alle Stricke reisen. Genau, wir gehen zum Vogt. Und der hat mit Sicherheit im Rathaus die ganzen Informationen. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht die ganzen Leutchen über den Haufen reiten. Das wäre wohl nicht gut. Die Sonne steht noch. Okay, das ist Nachmittag, würde ich sagen. Was sollte der Vogt eigentlich noch im Rathaus sein? Wir wurden schon lange nicht mehr durchsucht, gell? Auf gestohlenes Zeug und so. Das ist auffällig, so. Mein lieber Vogt. Da ist er, jawohl. Grüß Gott, was kann ich für dich tun? Wegen der Hinrichtung. Ich hörte, dass eine große Hinrichtung stattfinden soll. Allerdings. Das wird ein glorreiches Spektakel für die Stadt. Jahrelang wird man darüber reden. Wer wird hingerichtet? Die schlimmsten Verbrecher und Geächteten weit und breit. Peter von Dauber, Georg Weiß und Frost Herald. Was haben sie getan? Frag lieber, was sie nicht getan haben. Haben im ganzen Land Ärger gemacht. Aha. Wer ist Peter von Dauber? Ein Adliger, der sein Vermögen verlor, hat monatelang Händlern aufgelauert. Das war alles? Anfangs ja. Aber dann schrie seine Bande nach Blut. Sie töteten einen ganzen Trupp, der sie jagte. Der Mann wird nicht ungeschoren davonkommen. Was kannst du mir über Herald sagen? Er wird Frost genannt, weil er eiskalt daherkommt, bis er loslegt. In meinem Leben habe ich viele Mörder gesehen, aber dieser hat den Teufel im Leib. Weshalb? Es heißt, nur die Schreie und das Gewimmer seiner Opfer
können ihm je ein Lächeln entlocken. Dieses Tier tötet zum Vergnügen. Als sie ihn erwischten, hatte er eine Kerze aus einem Kinderarm dabei. Bringt Glück, meinte er. Himmel! Was ist mit Weiß? Keiner weiß, woher er eigentlich kam, aber es heißt, das Morden begann mit ihm. Er hinterlässt nie Zeugen. Eher löscht er ein ganzes Dorf aus, als das Risiko einzugehen. Na gut. Hab Dank, Vogt. Das ist alles, was ich wissen muss. Und sonst? Okay, da gibt's nichts Neues. Was gibt's sonst Neues bei dir? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Okay. Na dann. Also alles Mörder. Die Burschen. Die schwarzen Chroniken, da könnte der Schreiber vielleicht was wissen, oder? Oder muss eigentlich der Schreiber muss was wissen? Nun? Ach, der ist da oben, gell? Stimmt, da müssen wir, glaube ich, hier nach oben. Da liegt er. Oh, da komme ich nur sehr schwer rein. Wir quatschen mal mit dem Schreiber. Gott schütze dich. Ja, danke. Wegen den schwarzen Chroniken. Dürfte ich die schwarzen Chroniken einsehen? Natürlich nicht. Es dauert nur einen Augenblick und... Weißt du eigentlich, was sie wert sind? Wenn ich es dir erlaube, steht im Handumdrehen jeder Bauerntöpel aus der Nachbarschaft hier. Mein lieber Herr, ich bin kein Bauerntöpel. Ne? Sehe ich etwa wie ein Bauerntöpel aus? Nun, es ist wohl in Ordnung, wenn du kurz hineinsiehst. Na gut. Warte, ich öffne für... Verdammt! Ja. Ja, zum Glück haben wir uns vorher noch umgezogen. Die schwarzen Chroniken sind dort am Fenster. Okay. Dort am Fenster. Das hier wahrscheinlich. Genau. Okay. Buch des Henkers der Stadt Rattay. Sabotiere die Hinrichtung. Aufgabe aktualisiert. Im Jahre des Herrn 1390, in den Jahren danach, unter König Wenzel IV. In Böhmen, hat der Herr Heinrich von Leipa, der einzige Älteste der Provinz, den Richter über die Rebellen gegen die Krone, bla bla bla. Jan der Müller aus Patza gestanden, mit Hilfe von Jenek Zag aus Poschna und jemand namens Rolfek, die Mühle in Buschendorf ausgeraubt. Keine lebendige Seele zurückgelassen, um das Diebesgut im Wirtshaus von Peter in Poschna verprasst zu haben. Okay. Ich blätter das jetzt einfach mal durch, ne? Wer das Ganze lesen möchte, einfach kurz das Video pausieren an entsprechender Stelle. Schön wieder, der Kollege Heinrich inzwischen lesen kann, ne? Ohne dass die Buchstaben da wieder so verdreht sind. Okay. Nachdem ich herausgefunden habe, weswegen die Gefangenen verurteilt wurden, konnte ich in den schwarzen Chroniken nachlesen, wie die jeweilige Hinrichtungsart für gewöhnlich lautet. Ich muss den Hermann aufsuchen. Ja. Danke dir, Schreiber. Nee. Hier wird nicht geklaut. Ja, man kann doch mal kurz schauen, was es hier für Bücher gibt, ne? Nö. Okay, nichts Außergewöhnliches. Keine Skillbücher, gar nichts. Dann gehen wir. Naja, wenn da so eine Kiste rumsteht, kann man mal reingucken, ne? Nur mal so. Nur zum Gucken. Woll, neue Stufe. Nix drin. Haben wir das schon mal geknackt, oder was? Sehr merkwürdig. Okay, raus hier. Der Henker, der ist schon wieder draußen. Der Hermann. Hermann ist schon wieder auf dem Weg zum Galgenberg. Den müssen wir unbedingt noch erwischen. So, jetzt Vollgas.
Der ist auf dem Weg nach Hause. Ja. So, hier über die Brücke. Nanu, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, der nimmt die andere Brücke, okay. Da kommt er, ja. Da unten geht er spazieren. Da kommt er, ja. Hey, mein Freund. Ich brauche deinen Rat. Ich brauche deinen Rat. Weißt du, was sie getan haben? Hast du in den schwarzen Chroniken gelesen? Ja. Ja. Sag mir, was du weißt, und ich versuche, etwas daraus zu machen. Aber bedenke, dass ich mir nur etwas einfallen lassen kann, wenn du alle Informationen aus den schwarzen Chroniken beschaffst. Jeder Henker hat seine eigene Vorgehensweise. Und dieser Bastard könnte etwas anderes vorhaben. Peter von Daube hat viele Menschen auf dem Gewissen, ist aber ein Adliger. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Muss ich jetzt da wirklich... Okay. Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Toll. Frost Herald ist der Schlimmste. Ein Scherge des Teufels. Seine Taten stellen die eines Dämons in den Schatten. Perfekt. Ich bringe lieber mehr in Erfahrung. Okay. Na gut. Also heißt, das bringt mir erstmal gar nichts. Also ich muss die Chroniken doch lesen. Verdammt. Komme ich nicht drum rum. Na gut, das mache ich dann. Aber das mache ich dann offscreen, da schaue ich mir einfach das Video zu an. Das ist ja kein Thema, ne? Das kann man ja auch schön verbinden. So, hallo? Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt geht's aber. Da fällt mir ein, wenn wir schon mal hier sind, könnten wir ja noch zu Eliska schauen, ne? Wie es der so geht. Die Lebensgefährtin des Henkers. Naja, dank unseres Zutuns sollte man vielleicht erwähnen. Na, wir können sie ja mal besuchen, die freut sich bestimmt. Hallo? Na, die Hundis sind auch da. Genau, die freuen sich. So, wo ist denn die Eliska? Wo ist sie denn? Auch schön. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Ja. Oh, ich kann mit dir gar nicht reden. Okay, schade. Hätte ja sein können, ne? Ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja kurz vorbeischauen und so einen Anstandsbesuch machen. Na gut. Dann nicht. Dann gehen wir wieder. Sonne ist eh schon am Untergehen, ne? Ja, kurz. Geht Richtung Abend. Könnten wir eigentlich in unsere Kammer? Servus. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja, ich war schon besuchen, aber deine Frau will mit mir nicht reden. Wir könnten ja dann in der Burg Pirkenstein übernachten, ne? Halt, falsch abgebogen. Dann geht's runter. Oh. Die romantische Strecke, ja. Ich weiß. Man möge mir das verzeihen. So, dann nehmen wir diesmal die kleine Brücke hier. Immer schön durchs Feld tappen hier, jawohl. Halt. Oh Gott, also heute habe ich es mit der Navigation, ich merke schon.
mutig, über dieses kleine Brücklein zu laufen mit Pferd. Hätte ich doch lieber die andere nehmen sollen. Die sah etwas stabiler aus. Und wir könnten mal gucken, wie es dem Herrn Hans geht. Den haben wir jetzt auch nicht mehr gesehen seit unseres letzten gemeinsamen Intermezzos. Damit ist jetzt nicht die Badeaktion gemeint. Sondern Wolflin, ne, war der Name. Herr Räuberbaron. Genau. So, abstreichen. Okay, ja. Der war. Okay, der ist schwer zu knacken. Also das Schloss. Was zum Teufel? Ja, lass mich da mal durch, verstehst? Oh. Ein Wächter, okay. Ah, der Kollege ist nicht da. Hier ist auch niemand. Oh, könnte man einen kleinen Happen hier, ne? Okay, Fragen und Antworten. Ach, die obere Burg. Na schön. Dann lad mit dir, Heinrich. Jo. Hey, pass auf. Jo, geh mal weg, bitte. Die Leute heutzutage. Ja, aber diese Leute. Also, die obere Burg. Latschen wir da auch noch kurz hin. Oder galoppieren, besser gesagt. Mit unserem tapferen Schlachtrosienda, mit unserer Rennsemmel. Ja, der alte Ratzig. Servus. Ja, habe die Ehre. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Kann ich noch was für dich tun? Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlett? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Scarlitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Wenn er sich nicht gerade auswärts um Probleme kümmert, sollte er in Pirkstein sein. Sieh dich um, bestimmt läufst du ihm über den Weg. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Ja, schönen Dank auch. Ich bin der Depp, gell? Was muss ich denn auch ansprechen? Aje. Pirkstein, da waren wir gerade. Super. Läuft bei uns. Naja, komm, den Rest, den laufen wir schnell alleine. Brauchen wir das Pferd nicht. So, hilf, was sind denn die grüne Markierung hier? Der ist hier oben, das ist ja lustig. Ist ja gar nicht in Pirkstein, der ist hier in der oberen Burg. Hallo? Du bist nicht, gell? Nee. Bürger? Willkommen, Heinrich. Ja, du hast die Stimme von, ne? Vom Kollegen, vom Hans Carborn. Was haben wir hier unten? Nix. Super, okay. Feifa. Wahrscheinlich muss ich da hoch. Da nicht. Ah, da ist er. Wunderbar. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben 2 neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren. Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhoyet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhoyet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet, aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias.
Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislawitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich euch sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimile sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Kaksimiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig wertlos. Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings sieht die Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppre Delle. Nun, meine Herren, es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Mehr Hoyette hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Mehr Hoyette und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg. Perfekt. Wieder ein Arsch voller Arbeit. Super, klasse. Aber es war ja irgendwie klar, ne? Es war ja irgendwie klar. Finde heraus, was mit Matthias geschehen ist. Ja, wir haben ihn ja gar nicht gefunden, den Matthias, ne? Anusch von Leipa? Da ist der Feyefahr. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Der Ratzig schickt mich. Bist du Bergbaukonstrukteur Feyefahr? Der bin ich. Was kann ich für dich tun? Herr Ratzig sagt, du bräuchtest meine Hilfe. Ah, sehr gut. Wir sollten uns dieser Sache wirklich annehmen. Wir haben lange genug gezaudert. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzig mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch die Schmelze und die Wasseranlage im Hof prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Wo ist der Hof? Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holzkohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Die Wasseranlage? Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Ist also mit Ärger zu rechnen? Schön, dass du da bist. Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Alles klar, ich mache mich ans Werk. Toll, super. Klasse, läuft bei uns. Okay. Unter Tage. Das scheint mir nicht zeitkritisch zu sein.
Das scheint mir mal nicht zeitkritisch zu sein. Ich denke, zeitkritisch ist auf jeden Fall die Geschichte mit Hermann. Plus das Fragen und Antworten, wenn wir nicht wissen, wie lange der Bandit, der Gefangene, noch überlebt. Wobei, das ist jetzt wieder Spekulation. Also ich denke, jetzt ist der Hermann wichtig. Ja, also von der Zeitintensität her jetzt, meine ich. Okay. Ja, dann... Oh Gott, Aufgabe begonnen. Untersuche die Minen, begutachte den Hof, ja. Führe uns alles zurück nach Skarlitz. Grüß dich, Heinrich. Was? Ja, grüß dich. Okay, würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal eine Runde pennen. Essen hier nochmal kurz aus dem Topf. Genau. Na du, kannst du uns was beibringen? Gott segne dich. Ich glaube schon, gell? Bogen. Kannst du mich im Bogenschießen unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Na klar. Falsch mal erstmal, ne? Ist das nicht etwas viel? Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Einverstanden. Hör gut zu. Ne, einfach so. Vielleicht werden wir es brauchen. Was zur Kollegin? Achso, Hauptstufe, oder? Nö. Wo haben wir einen Punkt? Hier bei Kampf. Genau, Schwert. Langschwert. Halbschwert. Jagdschwert. Ja, wir benutzen momentan ein Langschwert. Nehmen wir den hier. Jo. Das ist Kurzschwert, Jagdschwert, Säbel, genau. Ja, ich muss mehr so Zeug benutzen, solche Kombis, ja. Das vernachlässige ich komplett. Wir sind Bogen Level 7 inzwischen, also da heißt es ja hier bis Level 5. Ne, schlägt die Sehne an den Unterarm, also das sollte jetzt nicht mehr sein, Thema Armschoner und sowas. Aber eigentlich sollte er doch bei Level 7 gar nicht mehr so zittern, ne? Würde ich sagen. Also ich kann es jetzt nicht mehr auf den fehlenden Skill Heinrichs schieben und ich kann auch nicht mehr sagen, es liegt am Bogen, sondern ich muss leider so ehrlich sein und feststellen, das liegt am Hobby, dass der mit dem Bogen nichts trifft. Da gilt keine andere Ausrede. Leider. Auch wenn es mir vielleicht nicht gefällt, ne? Das liegt einfach nur am Haubi. Verdammt. Ja, Taratzig. Mit dem Ross, servus, wie Meister. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, danke, ganz gut. Ne? Ich gehe mal pofen jetzt. Tschüss. Ihr habt dich wohl denn. Sowas, so. Das ist unseres, genau. So, rückwärts einparken hier noch schnell. Wunderbar. Ne, Rosenda, gell? Da schaust du, jawohl. So. Mir zu. Tschüss. Gute Nacht. Muss mal kurz gucken. Habe ich vielleicht noch irgendwas zu lesen? Ich habe da bestimmt noch irgendwas zu lesen. Nö, euch nicht, okay. Habe ich noch was zu lesen? Ich habe da bestimmt. Geständnis eines Ketzers. Ja, Questgegenstände, stimmt. Ich hab doch bestimmt nicht, ich hab nichts mehr zu lesen. Wow, okay. Ich hätte gedacht, ich habe noch Bücher zu lesen. Ah, Moment. Haha, stopp. Das Pferd hat die Bücher. Gell? Rosienda, du hast doch die Bücher. Du hast die Bücher. Ja, hier, schau mal. Eben im Wirtshaus, nö. Heilige Wenzel, nö. Alchemie. Kann das ab Stufe 5 gelesen werden? Massendiebstahl. Oh ja, das nimm mal das mit, ne? Ins Inventar. Fertigkeitenbuch Herkules. Okay, danke. Tschüss. Machen wir dazu hier. So, zack. Na gut. Dann würde ich sagen, wir setzen uns
und lesen noch kurz ein bisschen. Einfach so, dass wir das auch mal wieder gemacht haben. So, Taschendiebstahl. Ja, wir lesen mal. Bücherwurm. Errungenschaft. Interessant. Die Regeln des heiligen Nikolaus. Reibung ist ein Phänomen, das auftritt, wenn sich ein Körper in Bewegung nahe einem anderen Körper befindet. Aha, schön. Okay. Hier sieht man dann auch den Fortschritt. Ich würde sagen, wir lesen einfach mal so bis 4 Stunden, dann ist es ausgelesen. Okay. 4 Stunden. In 4 Stunden, meine Damen und Herren, lernt ihr Taschendiebstahl. So einfach kann es sein. Jetzt wisst ihr Bescheid. Okay. Oh, nichts mehr im Buch drin. Ich habe das Buch ausgelesen. Sehr gut. Na gut, aber dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal pennen. Aber na, ich will bitte speichern und schlafen, wenn es geht. Dann haben wir nämlich auch einen Speicherstand gleich, ne? So, können wir bis kurz nach 6 in der Früh schlafen. Dann ist die Energie wieder frisch. Und dann können wir los. Ja, und ich werde in der Pause jetzt mal im Video nachschauen. Wegen den schwarzen Chroniken. Ja, dass wir das Strafmaß kennen. Jo, an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Dabeisein bei Kingdom Come Deliverance. Vergesst nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es hier weitergeht. Die Burg Pirkenstein erwartet euch, genauso wie unser Schlacht Rosienda. Ne? Wir sehen uns wieder, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.